Um die Mittagszeit macht sich eine Boeing 747-400 von National Air Cargo auf dem Flugplatz Bagram in Afghanistan startklar. Das Flugzeug startet auf der Landebahn und seine Räder heben vom Boden ab und erheben sich in die Luft. Aber nur wenige Sekunden nach dem Start passiert etwas mit dem Flugzeug, das sich niemand vorstellen kann, nicht einmal im Traum. Tatsächlich neigt sich das Flugzeug beim Abheben in einen extremen Winkel nach oben in die Luft. Und innerhalb von Sekunden steigt die Nase so hoch, dass sie fast einen 90-Grad-Winkel erreicht, wodurch das Flugzeug in der Luft zum Stillstand kommt. Und was dann passiert, gilt bis heute als einer der unglücklichsten Vorfälle in der Geschichte der Luftfahrt. Aber es stellt sich die Frage, warum ist dieser Unfall passiert? Und wessen Schuld war es? Dies ist die Geschichte des National Airline Flugs 102, die dich sicher auch in Erstaunen versetzen wird. Bevor du das Video startest, bitten wir dich, unseren Kanal zu abonnieren. Jedes Video ist mit viel harter Arbeit und Kosten für angehende Piloten, Redakteure und Drehbuchautoren verbunden. Regelmäßig Videos zu produzieren, wird für uns immer aufwendiger. Deine Unterstützung bedeutet uns sehr viel und hilft uns, weiterhin lehrreiche Videos auf unserem kleinen Kanal zu erstellen. Deshalb bitten wir dich inständig, unseren Kanal jetzt zu abonnieren. Vielleicht vergisst du es später, also drücke bitte jetzt den Abonnieren-Button. Gut, nun lasst uns mit dem Video anfangen. Am 29. April 2013 bereitete sich der National Airlines Frachtflug 102 auf den morgendlichen Start vom Logistikzentrum der Internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe ISAS in Afghanistan, genannt Camp Bastion, vor. Dieser Frachtflug sollte zuerst den Flugplatz Bagram von Camp Bastion aus erreichen. Nach der dortigen Auftankung sollte das Flugzeug zu seinem Zielort Dubai fliegen. Der Flug wurde von dem 34-jährigen Kapitän Brad Hasler befehligt, der insgesamt 6000 Flugstunden Erfahrung hatte. Allerdings hatte er nur 440 Flugstunden mit der Boeing 747 verbracht. Der erste Offizier, der ihm im Cockpit zur Seite stand, war Jamie Lee Brokaw, der insgesamt nur 1100 Stunden Flugerfahrung hatte. Davon hatte er 209 Stunden Flugerfahrung mit der Boeing 747-400 gesammelt. Neben dem Kapitän und dem ersten Offizier waren auch ein Ersatzkapitän und ein Ersatzoffizier an Bord des Flugzeugs. Und diese Verantwortung wurde dem 37-jährigen Kapitän Jeremy Lipka und dem 32-jährigen ersten Offizier Rinko Schumann übertragen. Da es sich um einen Frachtflug handelte, waren auch der 36-jährige Michael Sheets als Lademeister und zwei Mechaniker namens Gary Stockdale und Timothy Garrett an Bord. Insgesamt befanden sich 7 Besatzungsmitglieder an Bord dieses Frachtflugzeugs. Für diesen Flug wurde ein umgebautes 747-400 Frachtflugzeug eingesetzt. Ursprünglich wurde es 1993 gebaut. Zunächst wurde sie von Air France als Kombiflugzeug eingesetzt. Später wurde sie zu einem Frachtflugzeug umgebaut und an National Airlines verkauft. Bemerkenswert ist, dass die 747-400 speziell für den Transport von ULDs, also Unit Load Devices, umgerüstet wurde, die wir geheimhin als Container bezeichnen. Deshalb wurden Kugellager auf dem Boden des Flugzeugs installiert und in Abständen Verriegelungsvorrichtungen angebracht. So konnten die Container mit Hilfe der Kugellager leicht ins Flugzeug geschoben werden und die Verriegelungsvorrichtungen sorgten dafür, dass sie von allen Seiten sicher verschlossen waren. Dadurch wurde sichergestellt, dass die Container während des Fluges an ihrem Platz blieben. Eigentlich ist das alles entscheidend für jeden Frachtflug. Das liegt daran, dass sich die beförderte Fracht oder Ware nicht im Flugzeug bewegen sollte. Das kann nicht nur zu einem Ungleichgewicht führen, sondern auch zu möglichen Schäden am Flugzeug durch die Gewichtsverlagerung der Ladung. Nun kommt es oft vor, dass etwas in solchen Flugzeugen transportiert werden muss, das nicht mit Schließvorrichtungen verschlossen werden kann. In solchen Fällen wird die Ladung mit starken Gurten von allen Seiten festgeschnallt und an einem Punkt verriegelt, damit sie während des Fluges stabil bleibt. Wie viele Gurte werden in diesem Fall benötigt, um die Ladung zu sichern?
Und wie wird die Ladung verschnürt oder verladen? Es ist die Aufgabe des Lademeisters, all diese Dinge zu berechnen und zu entscheiden. Wie bereits erwähnt, wurde die Boeing 747-400 hauptsächlich für den Transport von ULDS, also Containern, umgebaut. Aufgrund eines Vertrags mit dem Mobilitätskommando der US-Luftwaffe sollte Flug 102 jedoch 5 Fahrzeuge mit der Bezeichnung MRAP statt Containern transportieren. MRAP steht für Mine Resistant Ambush Protected. Das sind sehr große und schwere Fahrzeuge. Von den 5 MRAP-Fahrzeugen, die für diesen Flug vorgesehen waren, waren 2 kleinere Modelle, die MATV genannt wurden, und die restlichen 3 waren größere Fahrzeuge, die als Cougar bekannt sind. Ein MATV wiegt 12, ein Cougar ganze 18 Tonnen. Also lag das Gesamtgewicht dieser 5 Fahrzeuge bei 78 Tonnen. Für die 747-400 war es vielleicht nicht unmöglich, aber es war sicherlich eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Das Wichtigste dabei war, diese Fahrzeuge richtig in das Flugzeug zu laden und mit Gurten zu sichern. Und wie wir bereits erwähnt haben, sollte diese Aufgabe vom Lademeister erledigt werden. Der Lademeister, Michael Sheets, tut jedoch zum ersten Mal in seiner gesamten Karriere solche Fahrzeuge in ein Flugzeug. Trotzdem hielt er es während der Beladung nicht für nötig, das Ladehandbuch zu konsultieren. Stattdessen verließ er sich allein auf seine Erfahrung und entschied, dass alle Fahrzeuge in der Mittellinie des Flugzeugs, also in der Mitte, geladen werden sollten. Die beiden kleineren Fahrzeuge würden an der Seite platziert, während die größeren Fahrzeuge in der Mitte stehen würden. Außerdem berechnete er, dass die kleineren Fahrzeuge mit jeweils 24 Gurten gesichert werden müssen, während die größeren Fahrzeuge jeweils 26 Gurte benötigen. In Wirklichkeit hätte für eine ordnungsgemäße Sicherung von Fahrzeugen dieser Art mindestens 60 Gurte verwendet werden müssen. Wie vom Lademeister angewiesen, wurden alle Fahrzeuge genau wie geplant in das Flugzeug geladen. Das Flugzeug hob von Camp Bastion ab und erreichte sein erstes Ziel, den Flugplatz Bagram, innerhalb von 1,5 bis 2 Stunden. Von dort aus sollten sie nach dem Auftanken und einigen notwendigen Kontrollen zu ihrem endgültigen Ziel Dubai abfliegen. Während dieses ersten Fluges hat die Besatzung keine Fehlfunktion oder Störung im Flugzeug bemerkt. Nach der Landung auf dem Flugplatz Bagram wurde jedoch bei der Frachtkontrolle festgestellt, dass einige der Gurte, mit denen die Fahrzeuge gesichert waren, gerissen waren. Der Lademeister bemerkte dies selbst und rief gegen Mittag den ersten Offizier an und informierte ihn darüber. Aber nicht nur das. Einige der Gurte, mit denen die Fahrzeuge gesichert waren, hatten sich ebenfalls gelockert, sodass die Fahrzeuge einige Zentimeter aus ihrer Position verschoben wurden. Als der Kapitän davon erfuhr, war er sehr besorgt. Doch der Lademeister sah das alles ziemlich locker. Der Kapitän war jedoch besorgt darüber, dass sich die Fahrzeuge so von ihrer festgelegten Position entfernen würden. Für den Lademeister, den Kapitän und den Rest der Besatzung war das ein wichtiges Zeichen. Es zeigte, dass die Fahrzeuge im Flugzeug sicher befestigt werden mussten und zwar mit noch mehr Kraft als zuvor. Leider wurde die Ernsthaftigkeit der Angelegenheit von jemandem nicht so kritisch gesehen, wie es hätte sein sollen. Die Haltung des Lademeisters war besonders gelassen und locker. Als wäre nichts passiert. Wie auch immer, nach dem Tanken und der Erledigung aller anderen Formalitäten, 62, bereitet sich das Flugzeug auf den erneuten Abflug vor. Und um 15.25 Uhr erhält Flug 102 die Startfreigabe für die Piste 03. Mit Erhalt der Freigabe lässt der Kapitän die Triebwerke des Flugzeugs aufheulen. Und das Flugzeug beginnt auf der Startbahn zu rollen. Während dieses Vorgangs ist kein Problem oder eine Störung im Flugzeug zu spüren. Kaum hat das Flugzeug seine gewünschte Geschwindigkeit erreicht, beginnt der Pilot es in die Luft zu heben. Ab
Aber an dieser Stelle passiert etwas sehr Außergewöhnliches. Nur 2 Sekunden nach dem Abheben des Flugzeugs stoppen sowohl der Flugdatenschreiber als auch der Cockpit-Stimmrekorder die Aufzeichnung. Und während sich die Nase des Flugzeugs zu heben beginnt, steigt es stetig weiter nach oben. Als sich die Nase des Flugzeugs zum Start anhob, riss eine der Gurte, die ein Fahrzeug im Inneren hielten. Und aufgrund seines Gewichts kollidierte das Fahrzeug von innen mit dem hinteren Teil des Flugzeugs. Bei diesem Zusammenstoß wurde als erstes das Gestell beschädigt, in dem sich der Flugdatenschreiber und der Cockpit Voice Recorder befanden. Deshalb haben beide Instrumente sofort nach dem Start aufgehört, etwas aufzuzeichnen. Durch das Gewicht des Fahrzeugs und den Aufprall wurde das Druckschott zerstört, wodurch die Hydrauliksysteme des Flugzeugs ausfielen. Und nicht nur das. Durch diesen Aufprall bogen sich die hintere Hubschraube und das Höhlenleitwerk aufgrund der Kraft nach unten. Infolgedessen stieg die Nase des Flugzeugs nach dem Abheben immer weiter nach oben. Die Piloten bemühten sich nach Kräften, das Flugzeug zu stabilisieren, indem sie das Steuerrad ständig nach vorne drückten. Aufgrund der verbogenen Zylinderschraube und des ausgefallenen Hydrauliksystems konnten sie jedoch nichts unternehmen, um den Zustand des Flugzeugs zu verbessern. Die Nase des Flugzeugs stieg weiter nach oben, bis es seine Vorwärtsdynamik verlor. Sobald der Vorwärtsschwung aufhörte, begann das Flugzeug zu straucheln und in der Luft nach unten zu sinken. Die Besatzung im Cockpit wurde Zeuge ihres bevorstehenden Untergangs. Leider konnte nichts mehr getan werden, um es abzuwenden. Nach dem Strömungsabriss für einige Sekunden in der Luft drehte das Flugzeug von seiner aktuellen Position aus leicht nach rechts und sank auf einen Punkt 590 Fuß nordöstlich des Abflugendes der Landebahn 03 in einer flügelgleichen Position. Als das Flugzeug im Sinkflug war, fing es Feuer und mit einer lauten Explosion verwandelte sich alles in einen Trümmerhaufen. Keines der Besatzungsmitglieder überlebte den tragischen Unfall und als die Gesellschaft von dem Vorfall erfuhr, waren alle völlig schockiert. Kurz darauf begann eine Untersuchung des Unfalls und das Nationale Transportsicherheitsbüro, NTSB, traf am Unfallort ein, um die Ursache zu ermitteln. Die Untersuchung ergab, dass die Hauptursache für den Unfall darin lag, dass National Airlines die besondere Art von Fracht, die an Bord des Flugzeugs geladen war, nicht ordnungsgemäß gesichert hatte und dass es keine strengen Vorschriften für solche Verfahren gab. Dadurch ergab sich, dass der Lademeister die Fahrzeuge nicht ordnungsgemäß gesichert hatte und dass deren Verrutschen zu Schäden an kritischen Systemen des Flugzeugs geführt hat, was wiederum zu dem Unfall führte. Nach dem Vorfall nahm das NTSB mehrere wichtige Änderungen an den Vorschriften für den Transport solcher Fracht vor. Sie betonten die Wichtigkeit der Sicherheit und rieten davon ab, diese Art von Flügen leichtfertig zu unternehmen. Ja, dieser Vorfall gilt als Beispiel dafür, wie eine solche Ladung nicht transportiert werden sollte. Noch heute denken die meisten Leute, wenn sie sich an diesen Vorfall erinnern, als erstes daran, dass dieser Unfall hätte vermieden werden können, wenn der Lademeister die Dinge nicht so leichtfertig angegangen wäre. Leider können wir vergangene Ereignisse in keiner Weise ändern. Und im Moment können wir nichts weiter tun, als für die Menschen, die bei diesem Vorfall ihr Leben verloren haben und ihre Familie zu beten. Freunde, das war's für unser heutiges Video. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt.